Hallöchen, meine lieben kreativen Jungs und Mädels. Willkommen zu einer weiter grandiosen Folge mit mir, den guten HolyDiver 231 und den guten BlacksteelAP, hier aka BlacksteelAP 1990. Und ja, wir sind immer noch in dieser komischen, trostlosen, verwinkelten Mine, wo wir letztes Mal ja gefunden haben in der letzten Folge. Absolut. Ich werde jetzt mal hier versuchen, hier irgendwie doch noch einen Wegpunkt zu machen, damit wir ausnahmsweise mal irgendwie noch rausfinden. Oh, Hexe. Die hat mich gut überrascht. Oh. Und ich hab mit Half-Life. Ich bin Half-Life. Oh, die Hexe. Oh. Was gegessen. Die hat einen Trank. Die hat wahrscheinlich so einen. Warte mal, hier, nimm mal das hier. Was ist das denn? Trank der Heilung. Ah, okay. Ich muss ein bisschen was loswerden hier. So, ich mache hier auch gerade was. Was kann man mit der Kohle anfangen? Ernsthaft. Waldgeisterlicht. Fairy Lights. Waldschneeflöcklicht. Weiß. Was? Weißdetektor. Drucker. Alter, was kann man denn alles mit der Kohle hier machen? Mit der Kreide. Weithexenlicht. Okay, die Kohle werde ich auf jeden Fall aufheben. Also ich habe mir jetzt einen Wegpunkt gemacht. Solltest du vielleicht auch, Martin, komm mal nochmal zurück. Ich tue gerade nochmal kurz hier aus. Wascha, ja, du musst nur, wenn du hier von dem Ding ausgehst, musst du hier lang gehen. Ganze Zeit, bis du zu diesen tiefen Schiefenberg kommst. Mhm. Und dann nach rechts. Dann geht's wieder zurück zu unserem Ausgang. Warte mal. Ich hier einen Punkt. Ja, warte, ich renne nochmal kurz hier hinter. J war es, glaube ich. Nee, hier ist es. M, rechtsklick und dann create a waypoint. Ja. Ausgang. Genau, da ist, da sind wir eingebrochen. Ich kann ja mehrere Waypoints machen, ja? Mhm. Denke ich mal. Ausgang rechts habe ich gemacht. Exit nenne ich meins da. Dann weiß ich, dass wir da zurück können. Gut, bei E ist Exit. Gut. Also du brauchst nur ganz dahinter gehen, wo es diese Minenkammer mit der Truhe gibt. Und schau, da geht's dann noch runter. Ja, genau. Weil zum Glück können wir uns ja hier Wegpunkte machen, sonst wären wir jetzt gerade ziemlich im Arsch, wenn wir weiter reingehen, ja, in die Mine. Und ganz ehrlich, bevor ich hier weiter reingehe und erkunde, fange ich hier schon mal an, Erze zu farmen. Weil hier hinten ist schon was verborgen an Erz, das ist Steinkohle. Die nehme ich gleich mit. Ich kann mir vorstellen, was ich ziemlich eklig finde, ist, ich habe als Delikatesse Fledermausflügel. Schmeckt wie Knoblauch, würde jetzt der Aborigine sagen aus Crocodile Dundee. Ja. Ich hasse dich, mein Nemesis. Und was ist mein Nemesis? Richtig, Alicia Keys. Okay. Hier unten ist alles ausgeleuchtet. Ja, dann mach dich dran, die Erze zu farmen. Ich gehe jetzt oben noch hier ausleuchten, wo wir jetzt nach oben gehen. Zur Sicherheit, das ist nicht spawnt. Aber hier oben ist eh in dem Gelände. Nee. Noch weiter geht's nicht mehr. Das ist alles. Weißt du, da wollten wir eigentlich ja nur eine eigene Miete anfangen, weißt? Eine eigene schöne Mine. Eigentlich. Ja, eigentlich, ja. Und jetzt finden wir wieder so einen großen Bereich. Ah. Und da, wo ich jetzt bin, ist wieder ein Riesenhöhlensystem. Bin jetzt auch kurz ausgeleuchtet, nicht, dass irgendwas von hinten kommt. Keinen Bock drauf.
Ja, hier krabbelt eine Spider, die mich gerade gesehen hat. Hallo Itzi Bitsi. Aua. Dann nehme ich die Ärzte schon mal mit hier. Aua. Das ist noch von Uranzeug. Ja, ich gucke mich ja auch gerade erstmal in den Hauptgang um, ob ich hier irgendwas an den Wänden sehe. Dann ist mich das schon abgehakt. Hier ist da wieder was. Bitsi Bitsi Spider. Aber ich frage mich aber trotzdem eins, was hat da in der letzten Folge so gekrölt bei mir? Das klang halt wie ein Monster, also nicht so ein... Ich weiß, alle Monster sind hier Monster, aber es klang wie ein etwas Größeren. Nee, es kann wirklich ein Zombie sein, weißt du, mit anderen Dingen. Da gibt's auch, das gibt's in den Modpacks auch, dass ein anderer Sound drauf ist. Okay, ja, hier ist gerade ein Schleim gespawnt, der mich anbeißt, ein großer. Das ist ja nichts Neues in den... Alter! Rosa, du bist Ärger, ich weiß schon. Alter, wie sich das anhört. Na, ihr kleinen Schleimchen, ihr könnt mir keinen Schaden machen. Oh. Die Lache, Alter. Ich war, wenn ich grausam werde, werde ich zum bösen Lacher. Jetzt dreht sich alles wegen dem Lachen und wegen dem Husten. Oh. Es dreht sich im Kopf, ja. Bend my head round in a head. Wie heißt das? Get the cool down. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich bin zwar jetzt nicht in der Mine drin, aber die Ärzte, die hier in diesem Gang sind, die muss ich alle haben. Das sind so viele. Oh Mann, ey. Warum müssen die Höhlen nur Höhlen, so riesen Höhlen sein? Wären es keine Höhlen. Ja. Wörtlich. Oh, Firefly. Die Fackeln wieder, weißt du? Ja. Ich werde das unbedingt mitnehmen. Oh, und da ist wieder Eisen. Alter, ein Arsch vor Eisen. Oder? Ja. Nee, Kupfererz. Bullshit. Alter. Kann das mal aufhören? Sei doch froh. Sei doch froh, dass es nicht aufhört. Ja. Was braucht man denn Kupfer überhaupt? Rüstung zum Beispiel, glaube ich. Ja, auch kannst du ja auch machen und Waffen draus. Ich sogar teilweise ein bisschen mehr schützen als normal. Alter, also wir müssen mal gucken, ob wir eine größere Smeltery mal bauen können. Weißt du, diese großen? Ja, Blacksmith meinst du, oder wie? Ja, wahrscheinlich, wenn der Mod überhaupt drauf ist. Kannst ja sehen, wenn du rechts, wenn du eben magst, mal ein Rezept reingibst und Blacksmith da eingibst oder große schwarze Schmiede oder keine Ahnung, wie man es da auf Deutsch übersetzt. Ja, da ist wieder was verdeckt. Sind hier Schmiedetisch, aber in Öfen. Alter. Schmiede und Schmiedetisch. Diese Spinnenweben sind stellenweise echt ein bisschen lästig. Melt. Nein, auf Englisch ist es nicht. Wie hieß der Wort nochmal? Keine Ahnung. Tinkers Konstrukt, glaube ich. Smeltery. War das Tinkers? Könnte gut hinhauen. Das habe ich so ungefähr noch im aus dem Kopf. Im Kopf. Nicht aus dem Kopf, im Kopf. Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, Gedärme. Was? Ich finde da nichts. Oh, der bin auch zu blöd. Kein Kommentar. Was ist das?
Martin, ich hab dir schon mal gesagt, wenn du Blähungen hast, dann bleib, lass das bei aus der Höhle raus. Das hört sich jedes Mal an wie so ein Drache. Weil schon, er so irgendwo in der Ferne hat, bevor wir runtergegangen sind. Ich hab's gesehen, Freunde. Der hat einen Sack Burritos gefressen, der Black Steel EP. Und das hat man jetzt gehört, den Furz. Eine fette Zwiebel. Er muss ja eine gigantische Zwiebel gewesen sein. Doch, gibt's ja so große Gemüsezwiebeln. Habe ich heute wirklich eine komplett verarbeitet ins Essen, was ich heute hatte. Das wird heute lustig. Ja, weißt du, was noch weniger lustig ist? Ich habe ein großes Höhlensystem gefunden. Das Glück hatte ich schon immer bei Minecraft. Ja. Und die Höhlensysteme alleine auszuräumen, das wird lustig. Ja, ich bin gerade ein bisschen dabei. Ja, ich habe auch noch so einen Gang gefunden. Wir haben einen Lavasturm und da ist auch wieder ordentlich was drin. Aber irgendwas ist doch verdächtig. Ein Raum, wenn ich den so sehe, das Höhlensystem, der ist quadratisch. Also ich sag zwar nur quadratisch praktisch gut, aber das sieht halt aus, als wäre da ein Gebäude drin. Okay, gucken. Ich versuch vorsichtig voran, mich voranzupirschen. Aber trotzdem das Erz hier mit. Ja, ich auch. Was haben wir denn hier noch? Ah, Fluoriderz. Was braucht man denn Fluoriderz? Ist der quadratische Raum wieder weg? Hä? Das Spiel trollt dich. Irgendwie ja. Nein, du darfst dieses Lied nicht singen. Geh mal. Ach Quatsch. Du hast jetzt gerade nicht verstanden, warum ich das. Doch, den Witz habe ich verstanden. Ich sag absichtlich ach Quatsch dazu. Was ich nicht verstehe, dass Leute Angst haben, sie würden einen Copyright-Strike kriegen, wenn sie was nachsingen, weißt? Was ist das für ein Zeug? Oh, habe ich mein Inventar schon wieder voll? Scheint so. Da muss ich wissen, was er aussortieren. Ist Lava. Viel zu viel Lava. Naja, immerhin. Schmeiß ich es ins Lava, weil ich es nicht brauche. Lava doch nicht. Stein, den ich mal braucht. Was sind das für komische Räume, die ich auf der Karte sehe? Und ich höre irgendetwas im Wasser schwimmen neben mir. Martin? Ja? Ich bin wieder an der Oberfläche. Wie bist du da jetzt hingekommen? Ja, ich habe ein Loch gebuddelt. Lass mich raten, irgendwo und nirgendwo? Bei dem Dorf. Bei unserem Dorf, oder das? Nee, bei dem neuen Dorf. Hi! Okay. Ich konnte aber wieder zurück reintauchen. Aber es ist wunderschön draußen. Wenn du das sagst, bezweifle ich es irgendwie. Ja, also ich habe Polarlicht gesehen, ich habe einen riesigen Eisberg gesehen. Da schwamm aber der Titanic rum. Was? Ja, das ist mir erst dann plötzlich. Weißt du, kommst du raus? Weißt du, hörst du so, dass du so. Scheiße, was macht die Titanic hier? Weißt du, dann die ganzen Leute, die gestorben sind, als Geister auf dem Schiff drauf. Das würdet ihr gefallen, wa? Ah, dann sehe ich einen Holi rennen. Ja, schwer, da sag ich, hey, nimmst mich mit. Ich will auch mal sterben. Nee. Mit sowas scherzt man nicht. So. Ich hab alles herausgepickt. Hier oben geht's auch noch. Zum Rauspicken. Was hab ich da für ein hellgrau schimmernder Pilz? Nee.
Ja, da ist nicht viel mehr zu holen. Das ist bald an die Oberfläche. Müssen musst du gar nichts. Nur Steuern zahlen. Und irgendwann sterben. Vielleicht wäre mal so ein Ofensystem, weißt du, normale Öfen und dann mit Dingen verbinden, mit, wie sagt man, Trichtern verbinden, wo du alles in der Kiste reinschmeißen kannst und dann zieht er sich das Zeug selbst. Mhm. Automatisch. Wäre vielleicht keine blöde Idee, oder was meinst du? Mach doch. Das werde ich wahrscheinlich umsetzen, aber dann geht's nämlich schmelzen, da kannst du einfach laufen lassen und gut ist. Was ist denn auch mehr? Alter! Das nehme ich in kein Ende hier. Ja, wir haben sehr viel Erz hier gerade am Vorkommen hier. Ich kann gar nichts mehr aufnehmen hier, bitte. Poolhaus! Gesteine, die ich nicht brauche. Hier sah das dann aus. Jetzt gehe ich kurz in die Lavaquelle. Ganz ehrlich, ich nehme hier kein Zinkerz mehr mit. Das findet man so. Das ist so oft. Ja, ja, ich nehme es auch nicht mehr mit. Ha, von wegen, die Gänge sind schon alle durch bei mir. Hi. Oh, hier geht's noch aufwärts. Ist das? Ha! Ich bin oben. Das sieht nach einer. Nach einer Schlucht aus. Ja, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt leer machen. Nee. Ich bin vom Höhlensystem in der Schlucht gelandet. Und die ist auch voll von dem Zeug. Von vielen Ärzten. Die ist riesig, die Schlucht. Ja, hi, Zombie. Ne? Hi, Fisch. Autsch. Der war böse. Genau, und der Wasserfall führt wieder zurück. Da, wo ich hergekommen bin. War klar. Das Tier ist ausgeleuchtet. Also ich gehe auf den üblichen Weg wieder zurück. Da, wo wir hingekommen sind. Jo. Bah, da komme ich jetzt auch wieder zurück. Sehr schön. Und hier sind auch noch Ärzte, bisschen geht nicht mehr. Ja, die hole ich mal anders. Ich bin nämlich voll. Gib mal zu, die Sch. Was ist denn hier raus hier? Oh, da habe ich was vergessen. Oh, und ich nehme mir jetzt hier wo du deinen Tunnel gebaut hast. Wo wir das entdeckt haben, dann nehme ich jetzt gerade hier die Erze raus. Ja, pick die raus. Und rechts. Oh, ich habe jetzt voll Schiss gerade gehabt wieder. Da war wieder dieses Erz, wo explodiert. Oh, das Zeug. Oh.
Ich glaub's ja nicht. Das war nicht beabsichtigt. Die ganzen Sachen sind weg. Ja, aber nee, hab ich. Aber nee, nee, hab ich eingerichtet. Ist ja alles da. Ist alles da, habe ich eingerichtet, ja. Ich hab's total vergessen gerade. Martin hat Alzheimer. Total. Ey, ganz ehrlich, ich schmeiß doch sogar das Zinnerz weg. Weg mit den Rotz. Alter, jetzt mal erst hier wieder im Home rein, normal im Home. Wo die Kiste noch ist, dass ich aussortieren kann einfach. Und sortieren. So. Ja, alles schön mitnehmen. Dass uns keiner vorwerfen kann, hey, du hast der Kunde übersehen. Nicht gebrauchte Spitzhacken tue ich da rein. So. Naja, damit hat runtergefallen. Das war, wenn die B-Taste mal hängt. Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden. Ja, das tut, meine B-Taste hängt in letzter Zeit öfters. Muss die mal auseinandernehmen. Die das was? Serendipitus Saphiris. Erzählt. Mhm. Okay. Genau, ich will dieses Ofensystem bauen. Das ist das, was ich mache. Und das mache ich aber auch im Lagerhaus, gell? Ja, du hast ja auch eine zweite Etage noch zur Verfügung, was das angeht. Aber vom Lagerhaus geht das ja nicht. Ist nur von der anderen Seite. Wo, oben können wir ein Fabrikationshaus machen. Das ist sicher nicht blöde. Werkstatt. Was meinst du? Ja, mach ruhig. Erstmal die Trichter nehmen. Die Trichter bauen. Oh, wie gehen die nochmal? Die Trichter. Weißt du das noch, Holy? In der Mitte eine Truhe, drumherum Eisenkittern? Keine genau. Ahnung. Doch. Ja, doch. Hast du recht. War noch genug Holz da? Oder habe ich noch fettliche Truhen? Na, Holz ist dann genug da. Also, da wird das Problem. Ich bin jetzt auch wieder an der frischen Luft. Gut so. So, das kommt hier rein. Lapis kommt hier auch rein. Ich hab das in der Mitte und dann. Oder wie ging das? Nee, da mache ich eine Lore draus. Muss ich jetzt gucken? Also. Ah! Ja, das macht Sinn. Was konnte man mit der Kreide nochmal machen? Ein Stück. Weiße Wolle. Brauche ich wieder Kisten? Gibt es nicht irgendetwas, was man ganz einfach herstellen kann, indem. Kürbis haben wir bestimmt schon irgendwo, glaube ich. Wo gehe ich hin? Zweite Etage ist hier oben. Gut,
Das geht doch nicht auf. Ich muss das unten machen, ohne in einem Lager. Ich brauche eine, ja, mach, Wand. Mach ruhig. Ohne Fenster. Nicht so, wie ich es im Kopf habe. Die Fenster da oben nicht blockieren. Sehr schade. Ja, hier geht das. Gut. So, mal kurz Slappi-Slappi machen, damit der Tag wieder da ist. Hört man das bis da drüben? Nö. Ich höre nichts. Okay. Das war jetzt ein Denkfehler. Das war ein totaler Denkfehler. Ich will jetzt mal was mit dieser Kohle versuchen, Freunde. Mit dieser Kreide. Was ich machen werde, will ich jetzt noch nicht verraten. Das soll eine Überraschung werden für ein Black Steel EP. Das sind normale Fackeln, habe ich mir schon fast gedacht. Und halt Stufen. Muss ich einfach kurz die Wand einreißen, leider ein bisschen. Aber ich mach die dann schon wieder zu. Mit Stufen, da sind doch bestimmt auch irgendwo normale Fackeln noch. Hier Fackeln. Was macht das nicht so, wie ich will? Warte mal, brauche ich eine Brände? Wenn das jetzt noch so geht, wie ich es im Kopf hab. Ach, das muss eine Ah, ja, okay. Das macht Sinn. Was ist das? Eisenbahn fehlt noch. Okay. Das noch so überhaupt, wie ich es geplant habe. Lass mal sehen, ob die so auch leuchten. Nee. Sehen jetzt nicht so spektakulär aus. Ja, vielleicht muss ich die noch mit Strom anschließen. Die haben ja so, sieht aus, als hätten die so Anschlüsse da hinten. Nee. Naja. Dann ist das erstmal Deko, was ich da gemacht habe. Oder her, wir sind bei 29 Minuten. Ja. Dann musst du deine Schmiede in der nächsten Aufnahmesession machen. Muss jetzt erstmal gucken, wo das geht. Noch geht. Ganz kurz was noch ausprobieren.
immer wenn die Wand im Weg ist, ja, geht da, das so nicht. Ja, dann lass uns das aber offline weiter probieren. Wir wollen ja nicht zu lange Folgen immer machen. Nee, ich mach's das gleich jetzt wieder weg. Noch ganz kurz und dann haben wir's. Ja, genau, das geht noch so, wie ich wollte. Doch noch so. Und jetzt, wenn ich es oben reinschmeiße. Genau, geht das in den Ofen? Nein, der Ofen braucht noch Brennholz. Naja. Kann ich das? Ja, doch. Das funktioniert genauso, wie ich es eigentlich wollte. Und dann jetzt nach unten gezogen. Ja. Doch, es funktioniert genau noch so, wie es hatte. Sehr schön. Gut. Oh, dann machen wir mal hier Schluss, meine Freunde. Ja. Und sage jetzt an dieser Stelle wieder mal ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und lasst doch unsere Kanäle wachsen, Freunde. Abonniert den Kanal, supportet den Kanal. Support ist kein Mord, versteht ihr. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Valhazia 3. Together. Tschüss.